Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Es ist Montag, ich war gerade einkaufen, habe den Wocheneinkauf komplett erledigt und jetzt geht es ans Wegräumen der Sachen. Ich zeige euch einfach mal alles, bevor ich es wegräume. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und let's go. Ja, ich mache ja immer einen Wochenplan am Sonntagabend meistens oder Montag früh, was wir die ganze Woche lang essen, sodass ich wirklich nur einmal die Woche einkaufen muss. Das klappt seit einem Monat total gut und ja, jetzt in der Corona-Zeit ist es einfach perfekt, dass man nur einmal die Woche einkaufen gehen muss. Und trotzdem hat man sehr, sehr viele frische Sachen dabei. Ich habe hier unten alles hingestellt und werde jetzt einfach mal alles einzeln zeigen und auch euch erzählen, was ich denn damit vorhabe, was wir so zum Mittag essen. Ja, fangen wir an, was wir heute essen. Am Montag, heute gibt es Cordon Bleu mit Pommes, selber gemacht. Das habe ich allerdings schon von letzter Woche noch übrig, weil wir letzte Woche nur, glaube ich, dreimal Mittag gegessen haben oder so. Und deswegen habe ich das Rezept noch übrig, deswegen habe ich dafür jetzt nichts eingekauft. Dann haben wir noch ein weiteres Rezept und zwar Kartoffelpuffer, die ich selber mache. Die Kartoffeln dafür hatte ich aber auch schon da. Genau, zu Kartoffelpuffern machen wir Apfelmus. Deswegen habe ich hier einmal einen Apfelmus mitgenommen. Den von Ja mag ich am liebsten, deswegen gab es den. Dann habe ich mir noch eine Schachtel Pilze mitgenommen. Das sind diese ganz normalen Pilze. Die esse ich super, super gerne mit Knobisoße. Die brate ich mir dann immer an und dann esse ich die hier mit Knobisoße. Deswegen habe ich mir auch nochmal eine Knobisoße mitgenommen. Die waren nämlich auch gerade im Angebot. Und genau, einfach so als Mittagssnack mache ich das total gerne. Auch ein Stück Brot auch zum Beispiel. Genau, wo wir dann auch bei dem Thema Brot sind, habe ich nochmal zwei Stücken Brot mitgenommen. Einmal dieses hier. Wir kaufen das immer von Rewe, weil das ist erstens schon geschnitten und zweitens halbiert. Weil, ja, wir essen einfach kein Ganzes. Und ich habe jetzt hier einmal ein Zwiebelbrot mitgenommen. Das ist wie gesagt so ein halbes. Das schmeckt ultra lecker. Und ich finde, das ist auch immer so richtig schön soft. Das mag ich sehr, sehr gern. Und dann habe ich aber trotzdem noch ein anderes halbes mitgenommen. Genau, das ist ein ganz normales Weizenmischbrot. Und das mag Felix lieber. Und auch das ist richtig schön soft. Das mögen wir total gern. Und finde ich vom Preis ist es auch total in Ordnung. Ja, dann gab es für die Kleine nochmal Würstchen. Die Kleine isst ja total gern diese kleinen Würstchen hier. Und genau. Deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Die dürfen eigentlich bei uns nie fehlen. Dann hatte ich gerade total Bock auf KitKat. Deswegen habe ich mir hier diese KitKat mal mitgenommen. Ja, ich hatte da irgendwie gerade beim Einkaufen total Lust drauf. Jetzt habe ich schon wieder gar keine Lust drauf, aber sie werden auf jeden Fall nicht schlecht bei uns. Das weiß ich. Weiter geht's und zwar mit Nudeln mit einer Thunfisch-Bolognese. Nudeln und Tomatensauce und so habe ich alles noch da. Nur was ich brauchte es Thunfisch. Ich habe da jetzt mal zwei Packungen mitgenommen. Ich denke, ich brauche für das Gericht nur eine. Aber wir essen total gern Thunfisch auf Brot mit Salz. Schmeckt auch mega lecker. Und deswegen habe ich einfach mal zwei mitgenommen. Ja, dann war es auch eigentlich so an Mittagsgerichten, glaube ich. Wir machen noch Schweinemedaillons mit Kartoffeln. Und die habe ich aber auch noch da. Und das letzte, was ich heute eigentlich an Fleisch gekauft habe, ist nur ein bisschen Hähnchenbrust. Und zwar von der Frische Theke. Wir kaufen nämlich nur noch von der Frische Theke. Und das ist wie gesagt einmal Hähnchenbrustfilet, 200 Gramm. Genau, das wird jetzt gleich direkt eingefroren. Und dann brauchte ich noch ganz normal Sahne. Sahne braucht man irgendwie auch immer. Und deswegen habe ich hier diese Sahne zum Kochen mitgenommen. Haltbare Sahne zum Kochen. Ja, ist perfekt und eignet sich super für die meisten Gerichte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir schnell weiter. Der erste Gang bei uns im Rewe ist immer die Gemüseabteilung und Obstabteilung. Und da nehme ich immer was mit. Und heute sind es Erdbeeren geworden tatsächlich. Ja, ich habe mich mal wieder für Erdbeeren entschieden. Ich esse im Moment total gerne Erdbeeren. Und deswegen habe ich jetzt einmal hier zwei Packungen mitgenommen. Die waren bei uns auch gerade im Angebot. Also hat es perfekt gepasst. Genau, ich habe es einfach für mich so entschieden, dass ich sage, ich nehme mir immer irgendwas mit und deswegen sind es eben diesmal Erdbeeren geworden. Außerdem habe ich mir noch einen Orangensaft mitgenommen. Den nehme ich eigentlich auch immer mit. Der ist allerdings noch unten. Habe ich noch nicht hochgetragen. Ja, aber ist ja auch nicht so wild. Ich habe es euch ja jetzt erzählt.
Ja, da kommen wir auch schon zu den letzten Sachen, und zwar zu den Sachen, ja, für den Kühlschrank, beziehungsweise fürs Frühstück und so. Da habe ich einmal diese Wurst hier mitgenommen. So eine Geflügelfleischwurst, die essen wir auch super gerne. Ich liebe die mit Senf total. Und Lia isst die auch total gerne. Die kriegt immer so ein Stück in die Hand und dann isst sie das und ja, einfach perfekt. Deswegen habe ich die auch direkt zweimal mitgenommen. Dann darf bei uns auch nicht fehlen Mett. Da habe ich einmal das Putenzwiebelmett mitgenommen. Genau, das mag ich total gerne. Und dann habe ich aber auch noch das ganz normale Schinkenzwiebelmett mitgenommen. Das mag Felix nämlich total gern. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Haufen. Einmal Käse. Felix hat mir gestern gesagt, bring mir doch mal Käse mit, was ich noch nicht so oft gegessen habe. Also Käse, den er einfach noch nicht so oft hatte. Weil er hat eigentlich immer fast denselben. So, und deswegen bin ich heute mal ans Käseregal. Ich persönlich hasse Käse. Und esse auch nur Käse auf Pizza oder so halt geschmolzen. Aber so Käse gibt es bei uns auf, also gibt es bei mir auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es ganz schön schwer, da irgendwie ein paar Käse rauszufinden, der irgendwie perfekt ist. Ich habe jetzt mal diesen hier mitgenommen. Der ist nämlich neu bei uns. Den kennt Felix noch gar nicht. Ich bin echt gespannt, wie er den findet. Das ist der Rügener? Herzhaft intensiver Rügener. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Die Verpackung hat mich sehr angesprochen. Ich mochte das Design hier oben und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, ich bin gespannt, was er sagt. Wenn er ihn nicht mag, dann mag spätestens mein Vater ihn. Also wegkommt er auf jeden Fall nicht. Aber ich denke, er wird ihn mögen und bin echt gespannt, was er nachher sagt. Ja, dann esse ich immer meine Salami. Das ist diese hier von Rewe. Die hat auch gerade ein ganz neues Design bekommen. Habe mich ganz schön gewundert, als ich die das erste Mal wieder gekauft habe, als sie das neue Design hatte, weil ich es erstens nicht gefunden habe. Aber gut, die esse ich auf jeden Fall total gerne. Ich esse auch nur diese Salami, total verrückt. Aber ich mag keine andere Salami. Ich esse nur diese Salami, weil die anderen sind mir zu dick, zu fettig. Die sind richtig schön hauchdünn und perfekt. Genau, deswegen esse ich immer nur die. Dann brauchen wir noch Kochschinken heute für das Cordon Bleu natürlich. Und dann habe ich auch noch diese Salami hier mitgenommen. Die sind ein bisschen dicker. Die machen wir total gerne auf Pizza. Und genau, deswegen habe ich die auch noch mitgenommen, weil wir die Woche auch noch Pizza selber machen wollen. Ja, meine Lieben. Und es kam auch noch ein paar Getränke mit. Die sind allerdings auch noch unten. Die habe ich noch nicht hochgetragen. Das macht Felix nachher. Ja, aber ist auch nichts Wildes. Ne? So ein paar Getränke braucht man eben. Und genau, sonst war es eigentlich. Damit kommen wir die ganze Woche aus. Und es reicht manchmal sogar für eineinhalb Wochen. Also es ist echt krass. Ich habe jetzt für alles 44 Euro bezahlt. Das finde ich auch total in Ordnung. Und genau, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so die Woche lang esst. Ich ja, brauche auch langsam Ideen. Ich habe zwar total viele Ideen, aber langsam gehen sie mir auch aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!